119 zum Stadionvlog gegen den SV Wien Wiesbaden. Ja, letztes Spiel war der unsagbar wichtige und auch, na, kann man nicht sagen, unverdient, aber ja, war ein schweres Stück Arbeit, der Sieg in Bielefeld. Bielefeld ist echt über beide Strecken sehr, sehr gut gemacht. Auch nach der roten Karte kamen wir offensiv nicht wirklich krass nach vorne, hat einfach das Tempo gefehlt, hat man gemerkt, kein Gonzalez, kein Wamakituka. Tempo hat gefehlt und dann kommt das Spitzenteam-Ding, was wir jetzt schon so oft hatten, dieses so, kommt halt raus, ein 91. Ich hätte nicht mehr dran geglaubt. Mache das 1-0 der Al-Ghadoui nach einem wunderbaren Pass von Kempf. Förster mit dem Ball richtig gut mit, legt ihn ab, 1-0, 91. Bombenauswärtssieg in Bielefeld, so weiterspielt, werden da nicht viele Teams alle drei Punkte mit nach Hause nehmen können aus Bielefeld. Gegner heute, Tabellenletzter, Wien Wiesbaden hat zumindest mal wieder ein Spiel gewonnen, auch wenn es halt gegen den Mitaufsteiger Osnabrück war. Zumindest kommst du jetzt mal mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu uns. Sollte aber, wenn wir jetzt in die Prognose gehen, auf dem Papier ein eindeutiges Ding sein. Also ich hätte jetzt auch mal gerne ein richtiges Statement. Irgendwas Hohes, 3-0, 4-0, keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass wir das bekommen werden. Oder ich wäre überrascht, wenn wir das bekommen werden, weil es wäre eigentlich das Typischste für einen VfB, so ein Spiel sich selber schwer zu machen, irgendwie 1-0 zu gewinnen oder gerade so halt den Sieg mitzunehmen und kein wirklich besonderes Spiel zu liefern. Aber vielleicht, man sagt immer so schön, neuer VfB, vielleicht klappt es ja heute, dass wir ein richtiges Statement setzen in solchen Spielen, wo es halt möglich ist. Erster gegen Letzter ist ja auf dem Papier eine klare Sache. Und dann viel Spaß mit diesem Stadionvlog. Wer war das? Al-Ghadoui! Schubert! Das war überragend, aus der Drehung. Al-Ghadoui! Heinz! Heinz! Was machen die? So ist da was falsch bei dir. Aufwachen, aufwachen. Hey, 1893, hey, hey, 1893, hey, hey. Oh, Alter. Ein Pfeifkonzert. Also so hart sah es nicht aus. Also so krass sah es nicht aus, aber nehmen wir mit, ne? Oh, hier ist eine Ecke. Eine noch. Da steht halt keiner. Und Apfel.
Jonas immer zurück. Im Gepäck die erste Niederlage in dieser Zweitligasaison. Ja, Spielverlauf oder das Spiel, wie in meiner Kategorie ja so schön heißt. Ja, alles in allem, rein chancentechnisch, Pässe, Ballbesitz, alles ist das einfach eine unverdiente Niederlage. Aber es hat damit angefangen, dass du erstmal eine Aufstellung hast, wo ein Bartschuber irgendwie ausfällt wegen Magen-Darm. Dann hast du vorne Gomez Al-Radoui, also auch wieder überhaupt kein Tempo von Qualität. Ich spreche nicht von fehlender Qualität, sondern von fehlendem Tempo. Kein Mangala und sowas, das war irgendwie, keine Ahnung, eine komische Aufstellung für mich. Kein Wamangituka vorne, ob das noch verletzungsbedingte Gründe waren, keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen komisch, die Aufstellung. Du spielst in der ersten Halbzeit einen absolut arroganten Fußball. Du spielst wirklich nach dem Motto, jo, wir sind der Erste, wir sind 18. Was wollen die uns eigentlich an können? Puh, scheißegal. Das 1-0 war ganz gut gemacht von Wien Wiesbaden, aber auch ein scheiß Stellungsspiel von uns. Zweite war ähnlich Wien Wiesbaden, komisches Hin- und Hergehüpfe, Kopfballverlängerung, dann Al-Ghadoui, schöne Drehung drin, 1-1. 2-1 war sinnbildlich, so ist er mit dem Idiotenpass. Und dann kriegt ihn da Kobler aufs kurze Torwart-Eck irgendwie ganz, ganz komisch durch die Hosenbeine in die lange Ecke reingezimmert. 2-1. Dann war mir schon klar, wenn wir das nicht hinbekommen, wie nach dem 0-1 direkt zu antworten mit dem 1-1 oder in dem Fall mit dem 2-2, dann wird das nicht einfach. Und das wurde es nicht. Und am Ende ist das Ergebnis geworden. Zweite Hälfte deutlich besser, sehr viel offensiv. Auch wenn man die Statistiken anguckt, wir hatten extrem viele Chancen. Die beste Szene des Spiels überhaupt. Pfostenschuss von Mangala war es, glaube ich, richtig cool in die Ecke, aber dann halt leider Pfosten raus, aus Kaschel-Flanken rein. Ich war mir schon sicher, jawohl. Aber Kituka, ich sehe schon, der läuft rein, jetzt kommt frei. Tor, wir können jetzt richtig explodieren. Meine Stimmung ist schon richtig aufgekocht. Von Chancen wird aufgepusht als Fan. Wäre das 2-2 gefallen, wäre es eskaliert. Köpf den auf der Linie, rettet einen. Ich glaube, da stehen drei Leute auf der Linie und der Keeper. Nochmal raus. Ich glaube, Al-Ghadoui schießt den Gegnerspur nochmal an. Dann wird dabei rausgeklärt. Das ist unfassbar. Aluminiumtreffer en masse. Wir hatten halt schlicht und ergreifend nicht das Glück, was wir aber in genügend Spielen schon hatten. Wir hatten das Glück, dass wir Pauli das 2-1 schießen in der Nachspielzeit. Wir hatten das Glück, dass wir in Bielefeld in der Nachspielzeit noch das Tor schießen. Also ist verkraftbar. Es ist halt im Endeffekt einfach nur eine richtig unnötige und eigentlich auch unverdiente Niederlage. Aber so einem Club, auch so einem sympathischen Club wie wir in Wiesbaden, gönne ich das. Wiesbaden verliert hier unten immer noch im Abschießkampf, hängen den drei Punkten echt weiterhelfen als gegen den HSV, das so die direkten Konkurrenten sind von uns. Die müssen morgen erstmal nachlegen. Was man sonst noch so sagen kann, alles Gute oder gute Genesung an Sosa. Miese Nummer, ist halt ganz doof, reingerannt in die Schulter oder sowas oder halt so ein Rempler. Ja, scheiße gelaufen, Mann. Gehirnerschütterung. Ich muss mal gucken, wie lange der auskuriert wird. Auch ein Didavi, auch runter mit Verdacht auf Muskelfaserriss. Hoffentlich ist da auch nicht mehr. Was auch noch zum Spiel gehört, ist die rote Karte, die uns das eigentlich auch nochmal, sag mal, eigentlich hätte einfacher machen müssen in den letzten 20 Minuten, die wir mit Nachspielzeit zusammengerechnet hatten, dann noch in Überzahl gegen 10 Mann. Hat einfach nicht sein wollen. Hat auch Walter gesagt, haben alle anderen gesagt, sehr viel Glück gehabt für Wiesbaden, aber wir hätten das Spiel noch locker, wir hätten noch stundenlang spielen können, wir hätten das Scheißding nicht reingemacht. Ich habe einfach ein Spiel, da will es nicht. Ist okay, früh in der Saison. Mein Gott, das ist jetzt nicht zu überbewerten, wie viele jetzt hier die absoluten Weltuntergang auf Twitter und sonst so herbeirufen. Also es ist jetzt nicht so wild im Stadion kurz an, aber wenn man nochmal weiter drauf guckt, war es unglücklich, unverdient, abhaken, fertig aus, so Spiele gibt's. Rote Karte war, ja, muss man nicht geben, kann man aber irgendwo vertreten. Ist halt nach 5 Minuten oder 7 Minuten oder sowas auf dem Platz echt hart. Foul war natürlich auch hart, aber da hätte es auch mal eine gelbe Karte und eine harte Ansprache gereicht eigentlich. Aber hat ja sowieso nichts mehr zur Sache getan. Also wird man da, glaube ich, auch als Wiesbadener drüber hinwegsehen können. Bei Kategorie Best Tor oder Best Testspieler. Es war natürlich schwer, weil mir einfach keiner wirklich groß einfällt. Und Al-Ghadoui fand ich vorne ganz gut, hat die Kiste gemacht und hat ein paar Aktionen nach vorne gehabt. Und auch wieder keine Angst. Vom Gefühl her fand ich einen Förster wieder ganz gut, aber sonst fällt mir da irgendwie keiner wirklich besonders ein, tatsächlich bei dem Spiel. Gehen wir zur Tabelle. Da sind wir als Erster immer noch. Hamburg kann es morgen überholen, wenn sie gegen Fürth zu Hause gewinnen, ist, was sie auch erstmal schaffen müssen. Wir haben es da auch sehr, sehr schwer getan, hatten da auch, wie gesagt, relativ Glück oder mit Aluminium von Fürth diesmal Glück, dass wir den Sieg haben einfahren können. Also wie gesagt, wir hatten schon genügend Glück, jetzt hat man mal Pech. Mein Gott, wir haben jetzt eine Woche lang Pause auf jeden Fall. Da kann man wieder einiges ansprechen, vor allem die erste Hälfte, weil die war absolut inakzeptabel. Und dann kommt Holstein Kiel zu Hause, da kann es dann hoffentlich wieder gewinnen. Und weil dann geht es nämlich die Woche drauf, sind für mich die wichtigen Spiele, wo ich wirklich jetzt schon hype drauf bin, aus irgendwelchen Gründen. Auswärts in Hamburg der Spieltag, in der Liga und dann die Woche drauf im Pokal. In Hamburg, wo es mir fast sogar lieber ist, wenn wir in der Liga, von mir aus, na gut, was heißt von mir aus auch verlieren, aber mir wäre es lieber, wenn wir im Pokal weiterkommen, weil ich glaube kaum, dass man irgendwie 2 Spiele in Hamburg gewinnt. Aber alles möglich, so komplett 100% konstant ist Hamburg ja auch nicht. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. And it goes.